Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Es laggt gerade noch ein bisschen, weil ich nebenbei das Video gerade render von eben. Das heißt, den Part von eben. Das heißt, den Part von gestern für euch. Und deswegen... brauchen wir davon was? Nein, brauchen wir nicht. Okay. Ja, wir machen jetzt erstmal eine Mission. Wenn das Video fertig gerendert ist, muss ich kurz einmal... Einfach nur kurz das Video hochladen. Also auf Hochladen ziehen. Und ja, dann sind die Lags auch vorbei. Keine Angst. Also es ist ja auch jetzt nicht so schlimm. Finde ich. Neuer Dungeon entdeckt. Welchen machen wir? Wir machen, glaube ich, erstmal... wir machen Flimmerhöhle oder Mitternachtswald. Ich weiß noch nicht. Ist Haru dabei? Ich hoffe, ja. Ja, okay, alles klar. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal in die Flimmerhöhle. Flimmerhöhe, okay. Und gucken mal, was das für ein Dungeon ist. Ich kenne den Dungeon gar nicht. Genau, wir müssen den mit Samurzel machen. Ich hoffe, der hat jetzt nicht ein zu niedriges Level. 13! Sorry, musste ich kurz aufstoßen. 13, schön, fast. Und die Gegner sind gar nicht mal so schwach, okay. So, und das Video ist fertig gerendert. Noch nicht ganz, okay. Noch nicht ganz. Muss noch kurz abgespeichert werden, komplett. Gut, ich habe keine Ahnung, wie viele Ebenen diese Matschfalle, dieser Dungeon hat. Deswegen, also ich habe keine Ahnung. Gucken wir mal, wir müssen die Mission auf jeden Fall machen. Nein, Haru, komm zurück. Okay, geh halt da lang, Haru. Wir sind eh gleich bei der Treppe, genau. Böse Schal, nein. Oh. Was? Es ging einfach alles daneben. Nice. Okay, wir werden hier unsere ganzen Belebersamen abballern, denke ich mal. Schön. Finde ich natürlich super. Belebersamen verlieren an einem Pokémon, was nicht mal zu unserem Team gehört. Ist schön. Fast. Eigentlich gar nicht, aber egal. Gut. Mann. Okay, das Video ist fertig gerendert. Moment mal eben. Zack. Zack. Super. Lädt hoch. Schön. Herrlich. Oh, schön. Während des Renderns aufnehmen. Habe ich lange nicht mehr machen können. Ich meine, es war jetzt eben auch nicht so wow, aber es war besser als sonst. Flimmerhöhle 5, okay. Ich habe echt keine Ahnung, wie viele Ebenen dieser Dungeon hat. Ich hoffe nicht zu viele. Nicht, dass wir noch ganz viele Belebersamen an Samurzel verlieren. Wäre natürlich bad. Sehr, sehr bad. Das würde mich, glaube ich, auch ein bisschen anpissen. Machen wir so. Ah, schön. Schönes Damage, muss ich sagen. War schönes Damage. Ah, Haru ist echt mit dem Level hat er richtig gut aufgeholt. Das ist sehr schön. Oh. Ein Arcani. Noch 6 Level ist Haru hinter uns. Das ist eigentlich echt in Ordnung. Das ist eigentlich echt in Ordnung. Geht voll klar. Finde ich. Naja. Gut. Da haben wir ein Rihorn und einen Miltank. Geht schon klar. Als ob er es gerade... echt jetzt? Die fahren gegenseitig... Okay. Nice. Oh, 42 sogar. Schön. KP um 2, schön, auch nicht schlecht. Ist auf jeden Fall super. Ich habe ein KP, KP mehr als Strang. Ha. Yeah. Finde ich geil. Nächste Ebene. Okay, ich habe nichts wirklich zu erzählen. Eigentlich. Nee, nicht wirklich. Leider, leider. Wie war euer Weihnachtsfest, Leute? Wie war euer Weihnachtsfest? Das habe ich im letzten Part gar nicht angesprochen. Stimmt. Wie war euer Weihnachten? Meins war super. Mein Equipment ist super. Also, ich habe ja einen neuen Prozessor. Intel i5, Quad-Core. Neues Motherboard. Das ASRock B83M oder so heißt das irgendwie. Ich würde es ja jetzt ablesen von da oben, aber ich kann es nicht erkennen. Die Box. Ist auf jeden Fall schön. Hatten gestern noch ein paar kleine Probleme, das alles richtig anzuschließen, einzustellen, weil,
Ja, ich musste halt mein Motherboard-Treiber installieren. CD war auch extra dabei. Das Problem war, mein Motherboard hatte erst mein CD-Laufwerk nicht erkannt. Und noch ganz viele andere Sachen nicht erkannt. Anfangs noch den Prozessor nicht erkannt. Und meine Grafikkarte nicht und dies, das. Also Grafikkarte war ja auch Treiber noch nicht installiert und alles. Das Ding ist, auch mein LAN-Anschluss hat er noch nicht erkannt gehabt. Wodurch ich halt das Problem hatte, dass ich auch nicht ins Internet konnte, um mein... Top Elixier ist geklebt, okay. No, dein Ernst? Als ob ich da nochmal raufrenne. Ja, ich konnte nicht ins Internet, um die Treiber so zu downloaden. Und wie gesagt, Laufwerk wurde auch nicht erkannt. Noch nicht. Dann kam aber irgendwann Chris auf die Idee, dass wir ja mein Handy anschließen können. An meinen Rechner. Und dann mein Handy als WLAN benutzen können. Das geht ja. Muss man irgendwie bei den mobilen Daten und Tethering, weiß nicht, eine Einstellung machen, dass man das per USB als WLAN benutzen kann. Halt Handy angeschlossen und so, konnten wir kurz ins WLAN, konnte ich mein Motherboard aktualisieren und den Internettreiber, und dann hat auch alles funktioniert. Nochmal alles richtig einstellen, Grafikkarte aktualisieren, dies, das. Dann war mein Rechner wieder komplett fertig. Und dann habe ich mal zum Test LOL gestartet. Sind meine Link-Attacken? Ein Einsatz noch, okay. So, was haben wir? Wir haben noch einen Belebersamen, der funktioniert. Alles klar. Scheiß die Wand an, ey. Ja. Wie gesagt, nachdem wir alles, nehmen wir ins Team auf. Nein, tritt ein Team bei, Team ist voll. Rihorn zur Gilde schicken, genau. Wo war ich gerade? Genau, habe ich neu gestartet, testensweise. Und ich hatte anfangs bei LOL, wenn wir gestartet haben, das Game, so zwischen 120 und 140 FPS. Bis zum Late Game ist es halt immer wieder ein bisschen runtergegangen. Im Late Game hatte ich dann so zwischen 60 und 70 FPS. Und jetzt kommt's. So geil. Ich kann mal erstmal sagen, welche Grafik hatte. Ich habe noch die MSI GeForce GTX 1050. Oh, wir sind schon am Ende. Ah, schön. Ja. Moment mal eben. Aeros bekommen, okay. Gleich kommt nämlich, glaube ich, eine Szene. Wir sind von Diamantrang. Cool. Routine halten. Schöne Sache. Schöne Sache. Schöne Sache. Ja, wir sollten uns für morgen ausruhen, genau. Ich erzähle gleich weiter. Im nächsten Dungeon. Weil jetzt kommt eine Szene, genau. Klingt, als würde sich dein Sturm zusammenbrauen. Der letzte Sturm ist lange her. Er ist bereits seit einer langen Weile ruhig. Deswegen wäre es ganz schön erfrischend, einen Sturm zu sehen. Weißt du noch unser großes Abenteuer, als wir die Zerstörung der Zeit aufgehalten haben? Es scheint so weit in der Vergangenheit zu liegen. Ja, so fühlt es sich an. Mit Dragon in die Zukunft zu reisen. Die Ärger beim Zeitum zu bekämpfen. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, fühlt es sich an, als läge das alles schon weit zurück. Jetzt, da die Zeit wieder normal fließt. Und wieder Frieden in diese Welt eingekehrt ist. Das erinnert mich an etwas. Da die Zeit wieder normal geht, kann sich wieder jeder in der Glitzerquelle entwickeln. Jeder außer uns natürlich. Uns wurde bei der Glitzerquelle gesagt, dass wir uns nicht entwickeln können. Ich erinnere mich noch genau. Warum kann ich mich nicht entwickeln? Warum du dich nicht entwickeln kannst? Vielleicht hat die Verzerrung des Raumgefüges etwas damit zu tun. Verzerrung des Raumgefüges? Ich weiß nicht, warum es so sein könnte. Aber die Existenz, deine Existenz, sie hängt irgendwie mit der Verzerrung des Raumes selbst zusammen. Und als Folge daraus kannst du dich nicht entwickeln. Nein, es trifft nicht nur dich. Es gibt noch ein anderes Pokémon. Das Pokémon hinter dir. Auch ihm bleibt die Entwicklung versagt. Was, auch Doki? Es wurde uns erklärt, warum Dragon und ich uns nicht entwickeln können. Es hieß, die Verzerrung des Raumgefüges verhindere unsere Entwicklung.
Aber was bedeutet das überhaupt? Verzerrung des Raumgefüges. Die Zeit läuft wieder normal. Aber eventuell sind noch andere Dinge aus der Balance geraten. Ja, Blitze! Ich glaube, der Sturm kommt näher. Wir sollten versuchen, noch eine Runde zu schlafen. Ja. Gute Nacht, Doki. Schlaf gut, Dragon. Oh. Das scheint gut zu laufen. Die Verzerrung dieses Waldes im Raumgefüge selbst wird größer. Die Verzerrung des Raumes und Dimensionen an sich. Wenn sie sich weiter ausdehnt, wird meine eigene Kraft stärker. Die Zeit konnte ich nicht zerstören. Aber hier liegen die Dinge anders. Da kommt jemand. Das ist Cresselia. Diese hartnäckige Plage. Ich darf nicht entdeckt werden. Niemals. Okay. Es ist wieder entwischt. So nah war ich noch nie an ihm dran. Aber es entkommt mir immer wieder. Es könnte schwierig werden. Schwierig oder vielleicht unmöglich sein, es zu fangen. Nein, ich kann nicht aufgeben. Ich muss gefasst werden. Es muss gefasst werden. Und diese extreme Verzerrung des Raumgefüges muss aufhören, bevor sie sich weiter beschleunigt. Bevor die Welt es im Chaos versinkt. Ich muss tun, was mir nötig ist. Ich muss Darkrai aufhalten. Darkrai, okay. Sieht so aus, als sei der Sturm vorübergezogen. Das Wetter hat sich wieder aufgeheitert. Auf einen weiteren guten Erkundungstag. Genau. Ja, wo war ich? Genau. Ich habe mir die GTX 1050 geholt, genau. Wegen den LOL-FPS, genau, jetzt im Early, stimmt. Oder jetzt allgemein. Zeige ich euch, erkläre ich euch gleich. Wieso ist, warte mal, ist Haru nicht mehr in unserem Team? Doch, warum hat Haru kein Item? Haru hatte Spezialband, ne? Nee, warte mal. Ich habe kein Item. Angriff und Spezialangriff für Haru. Spezialangriff. Doki, so. Hä? Gut. So, jetzt aber lagern hier. Lagern, genau. Das, das, das. Drei Äpfel haben wir noch dabei, ist schön. Fünf Sinelbeeren behalten wir auch mal. Wir nehmen mal nur eine Pilsifbeere mit. Das hier lagern. Das lagern. Flea-Orbs haben wir unendlich viele wieder bekommen, ey. Heilige Scheiße. So, lagern. Ja, deponieren. Danke. Und gucken. Kaufen. Belebersamen. Schön. Nehmen wir gerne mit. Auf jeden Fall. So, und was hat er hier noch so? Itemsperre und Toxin. Ah, brauchen wir jetzt nicht. Gut, Leute. Genau, welchen? Wir machen jetzt Mitternachtswald. Alles klar. Kriegen wir hin, denke ich. Ich wollte immer noch nachgucken, wann sich Vibrava entwickelt. Ne? Also Haru entwickelt. Stimmt. Ich glaube, 55 ist das. Mitternachtswald. Ja. Wabribi schließt sich an. Genau. Mitternachtswald, U1. Hallo. Oh. Genau. So, jetzt zu den. Ah, Mann, ich komme da nicht rüber, ne? Nein! Bleib doch drauf! Komm schon. Ach, ruhig, ich weiß es. Ich weiß, du willst es. Ach, scheiße. Egal, lassen wir es so. Genau, wegen den FPS. Also anfangs immer so 130, 120 bis 140, hatte ich, glaube ich, gesagt. Genau. Und late so 60 bis 70. Jetzt habe ich, wenn ich in-game bin. Anfangs so knappe 400, 450 FPS. Ganz knackig. So ganz stumpf. Oha. Geh weg. Geh weg. Ich sagte, geh weg. Ja, nehmen wir auf. Nein. Bibor. Ja. Danke. Gut, und im Late so 200. Das ist so geil, Alter. Und ich kann. Ich denke mal, das hat auch was mit meinem Internet zu tun, mit meinem Ping. Weil meine FPS schneller sind
als mein Internet, also um einiges besser sind als mein Internet. Oh, komm schon! Geh weg! Mann! Danke. Ja, ich kann nicht mit 400 FPS lagfrei zocken. Das klingt komisch, ja. Aber es ist so. So ab 225 fängt es dann nämlich so an, dass wenn ich meinen Champion bewege, dieser sich... Oh, scheiße. Es ist nur Level 15. Komm zu mir. Geh weg. Oh. Mein Champion sich dann ein bisschen komisch bewegt. Also er teleportiert sich halt. Ich habe das Gefühl, meine Bilder pro Sekunde sind zu schnell, um... Als ob. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Pokémon Fallen hasse? Warum haben die denn so fucking viele aufgebaut? Meine Fresse. Oh, Gott. Leck mir den Jordan, ey. Junge. So. Meine FPS sind zu hoch, damit ich flüssig spielen kann. Weil es zu schnell funktioniert. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Auf jeden Fall. So, ab 225 FPS fängt es dann nämlich so an, dass ich halt, dass mein Champion sich von dem Fleck nicht mehr hin und her bewegt, sondern ein bisschen teleportiert. Klingt witzig, ist es aber nicht. Ist es definitiv nicht, weil so kannst du kaum spielen. Gut, dass man bei LoL die FPS reduzieren kann halt. Ich hab's jetzt. Maximum ist, glaube ich, 144. Mehr kannst du, glaube ich, nicht reduzieren. Sonst würde ich sie auf 200 oder so reduzieren. 144. Das ist. Es ist halt einfach echt behindert. Aber es ist irgendwie auch witzig. Aber es ist schön. Dieses neue Equipment ist auf jeden Fall super. Es ist echt. Eine schöne Verbesserung. Eine sehr schöne Verbesserung. Und aufnehmen kann ich jetzt auch um einiges besser. Und dazu kommen wir jetzt auch nochmal. Und zwar, hatte ich ja vor langer, langer Zeit mal Ark Let's Played. Was aber dann nicht mehr funktioniert hat wirklich, weil halt aufnehmen und so ein bisschen schwer war wegen den FPS und so. Wegen den Lags. Das habe ich... Oh, halt die Schnauze. Das Problem habe ich jetzt ja nicht mehr. Also ich habe gestern nochmal Ark gestartet und ausgetestet. Und ich krieg plus, also während Aufnahme, kann ich schon die 60 FPS erreichen. Ah ja, ich habe gerade, warte mal, Moment mal eben. Ladybar. Nein, geh weg jetzt. Ich will keine Pokémon ins Team aufnehmen. Hör auf mit Lockduft. Was willst du denn mit Lockduft? Nein! Blockiert, Knirscher, Knirscher ist die einzige Attacke, die ich noch einsetzen kann. Danke. Nein, Planas, ich will dich nicht ins Team aufnehmen. So. Geh weg. Ich hasse Fallen. Okay. Ich krieg jetzt mit Plusaufnahme auch bei Ark meine 60 FPS hin. Was ziemlich cool ist. Weil dann kann ich nämlich bald vielleicht wieder Ark aufnehmen, Leute. Das heißt, bald könnte vielleicht Ark wieder als Projekt kommen. Denn ich mag dieses Spiel. Es ist echt super. Es ist zwar, auch wenn es nur ein Early Access Game ist, es kommen ja wirklich täglich neue Updates. Eins oder zwei sogar täglich. Was dann auch später mit meiner neuen Leitung und so kein Problem darstellt, die wieder zu downloaden und so. Und ich mag das Spiel an sich. Es ist eine richtig coole Idee. Es ist super. Es ist ein schönes Spiel. Sehr, sehr schönes Spiel. Ich tausche mal mit dem den Platz. Genau. Genau deswegen wollte ich den Platz tauschen. Komm her. Och, komm. Was? Was ging daneben? Oh, nerv mich nicht. So. Wo war ich? Wo war ich? Ist Knirscher? Knirscher ist nicht mehr. Okay. Ich hoffe gerade auf ein Ruckzucki von Dragon. Danke. Ja.
Es ist ein super schönes Spiel. Ark ist ein super tolles Spiel. Die ganze Idee... Oh, warte mal, Rotom? Okay, Leute, im Mitternachtswald kann man Rotom finden. Oh, sag, du hast es aufgeweckt, du Spacki. Du bist ein Lappen-Pokémon. Oh, kann man die Attacken nicht irgendwie... Nein, kann man natürlich nicht. Oh, leck mir den Jordan, ey. Oh, Gott. Ich hasse es. Er hat seinen Tod selber herbeigerufen. Und damit unseren Belebersamen verschwindet. Schön. Sehr, sehr schön. Das freut mich natürlich sehr. Der. Oh, noch mehr Rotom. Okay, wie viele Rotoms kannst du hier finden? Wir brauchen Top-Elixier. Ist Rotom nicht so mega selten eigentlich? Ha. Oder kann es pro Ebene einmal auftauchen? Ich habe keine Ahnung, egal. Wir müssen den Part auch gleich beenden, shit. Ich will diesen Dungeon aber noch fertig machen. Ja, wir machen den Dungeon noch fertig. Wir machen ihn noch fertig. Sinelbeere muss sein. Heilige Kacke. Drecks. Pokémon. Ich weiß nicht, wie viele Ebenen dieser Dungeon hat. Ist ein bisschen problematisch gerade, ne? Weil ich nicht weiß, wie lange wir denn den Party noch ziehen, sag ich mal. Oh, hör auf mit Lockduft, Alter. Ist aber auch echt eine Herausforderung. Deine Mutter ist ein Explosiv. Komm her. Geh weg. Mann. Oh. Kusch. Weg. Ich sagte Kusch. War zwar dumm jetzt Rasierblatt einzusetzen, hätten wir nicht machen müssen, aber egal. Okay. Hier brauchen wir einen Schlüssel. Okay, in diesen Ebenen oder in diesen Dungeons brauchen wir einen Schlüssel. Kann ja, vielleicht finden wir ja doch einen Schlüssel hier. In dem Dings. In dem Dungeon. Agilität. Bringt dir nichts. Lappen. Oh! Geh weg mit deinem Lockduft. Setz ich gleich eine Sinelbeere ein? Ich bin mir noch nicht sicher. Aber ich glaube nicht. Oh, Junge! Diese Heck. Nee, Fallen. Wer baut sowas ein? Jungchen. Das kann nicht wahr sein, ey. Das kann definitiv nicht wahr sein. Oh, geh mir weg da. Ja, setz ruhig auf Dragon ein, alles klar. Zack. Ich weiß nicht, wie lange dieser Dungeon noch geht. Dungeon noch geht. Nerv mich nicht mit Lockduft. Komm, den Kader, ich wollte gerade sagen, das kann man so besiegen. Ach komm, Knirscher, fixieren. Zock. Blizzard. Blizzard ist eine schöne Attacke. Ach komm. Kusch. Oh. Lockduft ist so eine nervige Attacke. Wenn ein Pokémon sich ständig wieder einsetzt. Blendsamen, ach man. Ich habe gerade gehofft, dass es ein Belebersamen ist. Hab gerade einfach gehofft. Und dieser Part ist einfach Überlänge. Aber überkrasse Überlänge. Level 48, nice. Attacken erlernen wir leider nicht. Schade. Schade, Schokolade. Hier ist auch nichts, wirklich. Hast du Radikal besiegt? Nee. Hä? Oh, geh mir weg, ey. Geh weg. Als ob.
Geh weg! Was haben wir da hinten? Knuffenser. Ah, da bin ich froh. Oh, hör doch auf! Was ist denn falsch mit diesem Pokémon, Alter? Ohne Witz. Ja, es kann ruhig. Zack. Weglaufen. Ist mir egal. Lockduft, Alter. Lockduft. Das ist so eine ätzende Attacke. Oh, Strauchler ist schön. Strauchler ist eigentlich echt schön. Geh weg. Kann der Dungeon jetzt bald mal zu Ende sein? Ich will nämlich nicht mehr. Weil der Part sonst einfach echt viel zu lang wird. What the fuck? Wir sind schon bei fast 30 Minuten. Letzter Raum. Natürlich, da ist die Treppe. Im letzten Raum. Ich schätze, 20 Ebenen hat diese Dungeon. Hallo, Sichlor. Zock. Sichlor hat ja echt wenig KP eigentlich, ne? Der auch. Lol. Wir haben Hunger. Wir haben Hunger, Hunger, Hunger. Haben Hunger, Hunger, Hunger. Komm durch. Noch nicht. Hör doch auf, Mann! Ich hasse dieses Pokémon gerade. Geh doch nicht so auf den Piss. Haru 43. Immerhin schon mal schön. Aber meine Güte, ey. Das Pokémon hat geschlafen. Weck es doch nicht auf. Lass es doch schön schlummern. Wie viel Leben hat dieser Dungeon? Ich sollte nachgucken. Ich lasse jetzt doch alle einfach... Ich ignoriere jetzt alle Items. Wenn die Treppe gerade näher ist. Ich die Items nicht irgendwie bekommen würde, wenn ich jetzt zur Treppe gehe. Weil dieser Dungeon... 26 Minuten. Heilige Kacke. Ja, ich hätte den Dungeon nicht mehr machen sollen. Nicht mehr anfangen sollen. Das Item will ich haben. Giftspitzen, freudig über Giftspitzen. Lauf! Oh Gott. Dieses Pokémon ist Kacke. Alter, oh. Das nervt mich halt auch meistens nur wegen diesen Animationen, weißt du? Weil ständig diese Animation dann kommt. Ja, krieg ruhig Schaden. Ah, wir haben es geschafft. Schön. Endlich. Oh. Danke, ja. Nie wieder. Nie wieder. Nee. Geh weg. Geh weg. Dich will ich nicht im Team haben. Blödes Vapribi. Mann. Ich will den Part beenden. Den Traum können wir uns gerne später angucken. Diese Animation, wie habe ich sie vermisst? Gut, Leute, aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.